Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich dachte mal, ich drehe euch einen kleinen Haul, weil ich war letztens wieder in Polen. So ein bisschen shoppen. Eigentlich wollte ich nur Essen kaufen, aber dann habe ich dann doch ein paar Sachen gefunden. Das war auch gar nicht geplant, aber naja, man kennt das ja eigentlich. Als allererstes, bevor der Haul beginnt, wollte ich euch meine neue Tiara zeigen. Hier, schaut mal, so eine Tiara. Diesmal mit einem roten Stein. Einfach aus dem Grund Photoshop, falls ich irgendwelche Shootings mache und irgendwas anderes trage, jetzt was Blaues oder so, kann man den Stein einfärben. Also einen weißen Stein einzufärben ist schwieriger als eben hier so einen roten Stein. Das Ganze habe ich hier aus eBay. Hat ungefähr 20 Euro mit Versand gekostet. Und ja, wie findet ihr es? Ich finde es schön. Ja, ist diesmal ein bisschen simpler, aber ich finde, es gibt halt ein paar Tiaras im Internet und es gibt aber wenige, die mir so richtig dolle gefallen. Also manche sind da so ein bisschen zu kräftig und ich weiß noch nicht. Vielleicht habt ihr ja mal Tipps, wo es noch geilere Tiaras gibt. Weil ich habe erstmal zwei, die ich richtig cool finde jetzt. Aber ich hätte gerne noch mehr dazu, also, weil ich liebe die Dinger. Die sind so schön. Zuallererst habe ich mir mal Schuhe gekauft. Ja, ich habe mir Schuhe gekauft. Ich kaufe mir sehr selten Schuhe und ich hasse in Schuhläden zu gehen. Aber ich habe so überlegt, oh, sowas wie Boots in der Art hast du ja noch gar nicht und irgendwie gefallen sie dir gerade, weiß ich nicht. Kennt ihr das? Es gibt irgendwelchen Trend, man sieht ihn ständig so unbewusst und irgendwann denkt man sich, oh, das möchte ich jetzt auch haben. Und ja, deswegen habe ich sowas hier gefunden mit Absatz und ich habe mich irgendwie so ein bisschen in sie verliebt. Das war auch die letzte Größe und im nächsten Deichmann gab es die gar nicht mehr. Und ja, fand die echt total schön und ja, dadurch, dass es eben so ein großer Absatz ist und dass das Ganze so ein bisschen höher geht, sollte es nicht ganz so problematisch sein. Ja, ich weiß. Also ich muss ganz offen gestehen, ich als Frau kriege schnell Schmerzen in den Füßen und erst recht natürlich bei Hundschuhen. Und wenn man sich aber teurere hohe Schuhe kauft, also ein bisschen mehr als 20 Euro auf jeden Fall, so doppelt so viel, obwohl das doch günstig ist, ist es schon mal angenehmer für den Fuß, weil so 20 Euro Schuhe, erstens bin ich damit tausendmal umgeknickt und auch auf jeden Fall nicht lange haltbar. Und ja, die werde ich heute auch das erste Mal anziehen und gleich mal testen, wie lange ich damit laufen kann. Und ja, der Absatz ist nicht hoch, aber für mich ist er hoch. Ich bin ja auch ein nicht ganz so kleines Mädchen, ich bin 1,70. Das heißt, wenn ich die Schuhe anziehe, bin ich 1,75. Und 1,75 ist doch eigentlich groß, ja. Dann zeige ich euch gleich mal das nächste, was ich mir noch gekauft habe, beziehungsweise was ich geschenkt bekommen habe. Und zwar einen Wintermantel. Ich habe, glaube ich, schon seit 3-4 Jahren keinen Wintermantel bekommen. Oder gekauft oder was auch immer. Und habe mich mal für so eine Jacke hier entschieden. Die sehe ich ja schon seit Jahren. Also so eine Art von Jacke. Und ich habe noch keine. Also ich habe irgendwie immer nicht so die richtige gefunden. Und am Anfang fand ich auch nicht so schön und so. Und ich war noch mal zu kurz und sah irgendwie so ein bisschen doof aus. Und jetzt habe ich endlich mal eine gefunden hier aus Bershka. Das ist so ein Laden, gibt es nicht so oft in Deutschland. Ich weiß, hier oben im Norden gibt es den irgendwie gar nicht. Aber in Stuttgart habe ich den gesehen. Und ja, allgemein habe ich aus dem Laden nur Jacken. Also meine letzten zwei Lederjacken, drei Lederjacken kamen auch aus dem Laden. Ja, und die fand ich echt schön. Und ja, das ist jetzt endlich mal eine neue Winterjacke. Und die ist auch so richtig warm und flauschig von innen. Also ich finde die echt toll. Und werde die auch mal probieren. Ich musste sie mir in L kaufen. Aber naja, gut, ich glaube bei Jacken ist das normal. Weil man zieht ja noch darunter ein paar Lagen an. Und ja, soll ja auch nicht eng sein. Also eine Jacke, also jetzt so eine Winterjacke sollte nicht eng sein. Und ob man jetzt breit oder nicht breit in der Winterjacke aussieht, ist jetzt auch nicht so wichtig. Weil es ist eine Winterjacke und die zieht man im größten Winter an, wenn kalt ist. Und dann will man eigentlich nur schnell wieder ins Warme. Von daher ist es jetzt nicht so dramatisch. Und ja, die werde ich heute auch gleich testen, auch wenn es, glaube ich, 10 Grad draußen sind. Aber es ist so krass. Ich finde, wenn es dann schon mal kalt war und dann wieder wärmer wird, so wie jetzt gerade konstant 10 Grad sind,
Dann kann ich auch mit einer Winterjacke rumlaufen. Irgendwie ist für dich heiß. Ist wirklich so. Also normalerweise bin ich ja bei 10 Grad, wo es noch im Herbst war, mit einer Lederjacke rumgelaufen. Aber die ist mir jetzt zu kalt. Und dann war der Rest eigentlich nur noch so ein bisschen Accessoire-Make-up-mäßig. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal schnell. Was ich mir schon mal gekauft habe von Bershka ist eine Handyhülle hier. Das ist jetzt fürs iPhone 6. Ich habe zwar noch keins, aber mein Vertrag läuft irgendwie im März, April aus. Und ich wollte jetzt ja nicht noch eine neue, wie heißt das, Hülle für mein iPhone 5 kaufen, sondern eben schon fürs neue Handy, dachte ich. Weil ich dachte, dann freue ich mich noch mehr, dann kann ich die dann benutzen. Und ich fand die eigentlich ganz schön. Das ist hier so ein Stoff und so ein Samt, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie lange die überleben wird, weil weiß nicht, ob jetzt mein Handy dann dreckiger, also ob das dann schnell dreckig ist oder sowas. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall funkelt es und ist schön und ja, habe ich mir schon mal für mein zukünftiges Handy gekauft, was ich erst in ein paar Monaten habe. Aber gut. Danach habe ich mir 3 Paar Wimpern gekauft von Inglot, einfach für Shootings und so. Einmal diese Feder. Die habe ich schon mal in groß gehabt und nach dem ersten Shooting ist mir die eine große Feder an der Seite, die so absteht, abgefallen. Und ich dachte so, toll. Also, ich weiß, es war wohl ein Verarbeitungsfehler, weil normalerweise sind die von denen echt super. Und ja, ich dachte nur so, wow. Dann habe ich aber noch die hier gekauft, also sprich dasselbe, was ich hatte davor. Nur in so einer, ja, was ist denn das für eine Farbe? So ein, ja, hellbraun Cappuccino, Mokka, what? Nein, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall so ein helles Braun, sagen wir es so. So, dann habe ich mir noch die hier gekauft, ebenfalls für Shootings. Ist einfach sehr lang und von der Innenseite gibt es da Glitzersteinchen dran geklebt, ja. Glitzersteinchen einfach, wie gesagt, für Shootings, für Shootings, genau. Dann habe ich mir dort noch einen Lippenstift gekauft, den trage ich auch gerade. Und zwar so einen hellen lila Ton, den gibt es ja eigentlich nicht so oft in der Drogerie. Erstens passt er super für meinen Mietner-Cosplay, es ist fast genau die Farbe. Dann wollte ich auf jeden Fall so einen Farbton haben und ja. Dann habe ich mir noch Nagellack gekauft. Mir ist aufgefallen, ich habe viel Nagellack weggeschmissen, weil er alt war und habe jetzt eigentlich nur so blau, grün und gelb Töne und total wenig von irgendwie lila oder rosa, tatsächlich kein rosa mehr, kein Korall mehr, gar nichts mehr. Und habe mich halt fürs erste für diesen Ton entschieden. Es ist so ein lila Magenta. Es hat halt wirklich noch so einen Magenta-Stich und es hat so einen leichten Schimmerstich. Und fand ich halt auch sehr, sehr schön. Und ja, habe mir zwar nur eins genommen, weil ich immer nicht weiß, welchen Nagellack ich schon zu Hause habe. Und das ist bei Lidschatten auch so. Und deswegen habe ich mir diesmal keinen Lidschatten mitgenommen, sondern war danach im Sephora und ich habe eine Sleek-Palette entdeckt. Ich habe eine Sleek-Palette entdeckt. Sogar eine Limited Edition, die es gar nicht hier im Amazon gibt, wo ich jetzt mal ganz kurz drüber geschaut habe. Und zwar die Force of Nature Limited Edition. Und ja, ey, die fand ich so schön. Schaut mal. Das sind jetzt zwar nicht die oberkrassen Töne, aber ich habe mir heute mein Augen-Make-up damit gemacht. Und ich habe mir jetzt beschlossen, wirklich mehrere Sleek-Paletten zu kaufen. Ich habe mir jetzt sogar noch 2 für Weihnachten bestellt. Dann habe ich jetzt schon 7. Einfach weil du bezahlst im Durchschnitt halt 10 Euro und hast hier 12 Farben. 12 Stück. Und die sind alle super pigmentiert. Und es ist praktischer, Paletten zu haben als Monolidschatten. Weil Monolidschatten, weiß ich nicht, da ist man immer viel zu faul drum, die rauszukramen. Und man vergisst sie auch wieder. Und die Palette, die hat man, die macht man auf. Man muss zum Beispiel 2 Paletten nimmt man mit in den Urlaub und hat mehrere Lidschatten und finde ich echt praktisch. Ja, ich sehe gerade bei Inglot habe ich dann noch was gekauft und zwar habe ich mir so ein Augenbrauen, was ist denn das? Mousseartiges Gel. Ja, doch so ein Augenbrauen-Gel gekauft in meiner Farbe, ungefähr meiner Haarfarbe und habe ich jetzt noch nicht getestet, weil das Ganze, ich war erst gestern dort. Und muss ich noch testen und bin mal gespannt, wie das ist, weil ich benutze ja das momentan von Catrice.
bin auf jeden Fall gespannt, wie das ist. So, jetzt aber. Das letzte, was ich gekauft habe, waren noch Nagelsticker aus dem Sephora. Ha, die hat Ishuma und ich finde dieses Muster so schön. Das ist so schön. Ja, das war jetzt mein Haul. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ich würde sagen, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr toll fandet und was nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.